Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, wie ihr seht, bin ich seit längerem zurück und wie ihr auch seht, wahrscheinlich mit einer besseren Qualität, als es früher war. Die Mikrofonqualität ist bestimmt jetzt auch ein bisschen anders, weil ich gerade über mein Headset rede und nicht über mein sonstiges Standmikrofon. Ja, und heute möchte ich gerne mit euch Eventhändler machen. Das ist an sich nicht so kompliziert, beziehungsweise Events sind nicht kompliziert. Dafür müssen wir halt an sich nur noch ein bisschen was umbasteln, oder minimalistische Sachen umbasteln. Ihr seht auch, wir hatten ja das schon mit dem Setup hier gemacht. Das Ganze haben wir in die Plugin-Utils umgelagert. Und in dieses Load-Listener basteln wir jetzt unseren Kram rein. Und ja, das Ganze wollen wir dann mal austesten. Ich weiß gar nicht, haben wir den haben wir glaube ich schon gemacht. PM-Comment, ja. Gut. Dann wollen wir mal anfangen. Ganz einfach, wir machen als nächstes einfach ein Package. Das nennen wir in diesem Fall wieder DE-YellowFX18.Tutorial. VX18.Tutorial. Und dann nennen wir es einfach mal .Listener. Da schmeißen wir einfach alle Events gleich rein. Ihr könnt es wieder nach eurem Package benennen, wie ihr es benennen wollt. Das ist also der vordere Teil sozusagen, wie ich es machen würde. .Listener könnt ihr auch .Events oder so nennen. Ich nenne es aber .Listener und da ziehe ich das halt so durch alle Plugins durch. Dadurch ist das sehr einheitlich. So, und da möchten wir gerne einfach mal den Join-Listener machen. Ihr könntet wieder auch das Ganze so benennen, wie ihr wollt. Ihr solltet es nur nicht Join-Event nennen, denn Join-Event ist in Bucket vorgegeben. So, heißt wir haben Join-Listener. Hier machen wir dann oben rein Implements-Listener. Das heißt, wir implementieren unsere Listener von Bucket. Das werdet ihr jetzt auch sehen. Na, hier. So, das ist survivable. So, jetzt aber. So. Import Org Bucket Event. Gibt es noch nichts anderes zu importen, es sei denn, ihr habt noch was anderes, was ihr noch nebenbei da drin habt. Ja, und dann machen wir einfach ganz einfach. Wir fangen an mit Add Event Händler. Damit callen wir erstmal den Event-Händler, das ist halt dazu wichtig, dass halt ein Bucket weiß, genau da, diese Methode muss ich aufrufen, wenn für über den Event-Händler. Die Methode heißt dann einfach public void, nicht public static void, sondern public void. Und dann könnt ihr das benennen, wie ihr wollt. Solange ihr immer unterschiedliche Listener in einer Klasse nutzt, könnt ihr immer public void on machen zum Beispiel, aber ihr könnt die auch anders benennen. Also ich benenne die immer on, ihr könnt aber auch on, join und so weiter machen. Ist aber ganz schön, wenn man nur immer diesen on hat und dann sein eigenes Event hinterklatschen kann. Dafür darf man aber dann halt nicht zwei Join-Events in einer Klasse machen. Gut, ist auch schwachsinnig, weil man kann ja diese beiden Join-Events zusammenfassen. So, deswegen machen wir public void on, join, join-Event e. So. Dann klicken wir einmal auf join-Event. Ah, hallo. Event-Händler nimmt das schon mal, dann wird er das Join-Event auch nehmen. Player-Join-Event. Das war Player Join Event. Ich bin noch verplant. Also Player Join Event, Org Bucket Event Player, genau. So, und da können wir jetzt ein paar Sachen machen. Als erstes wollen wir gucken, wollen wir uns den Player geben. Das machen wir einfach mit Player P gleich E.get Player. Damit setzen wir erstmal Player P als Variable, dann können wir damit einfacher arbeiten. So, und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel E.set Join Message. Die können wir jetzt nein setzen, das heißt, es kommt keine Join-Message mehr von Minecraft, das ist an sich ganz schön. Wir können die aber auch ändern. Ich weiß nicht, hatten wir hier, ich glaube, wir hatten hier auch ein Name drin. Ja, Präfix. Machen wir einfach dann Tutorial.Präfix plus. Und dann machen wir hier plus Paragraph 6 plus P.getName. P.getName. Wir können auch CustomName machen oder DisplayName. DisplayName würde jetzt natürlich den DisplayName zurückgeben. Das heißt, wenn wir den Namen verändert haben, können wir da auch einen anderen Namen zurückgeben lassen. Oder wir nehmen aber GetName. In diesem Fall GetName. Wenn ich später zum Beispiel ein Plugin macht, wo was jetzt offen öffentlich oder so ist, würde ich immer GetDisplayName vorschlagen, weil dann ein Nick-Plugin auch den DisplayName ändern kann und dann kriegt er halt den genickten Namen und nicht immer den Spielernamen, den Originalnamen. Okay, gehen wir weiter. Bla bla. Paragraph 7 hat das Spiel betreten. So, und damit haben wir jetzt schon mal die Join-Message. Und dann können wir nochmal den
Player eine Meister, private Meister zu senden. Oh ne, was können wir noch machen? Send Title. Oh scheiße, ich weiß nicht mehr, wie es mit dem Title geht. Können wir mal gucken, was können wir so für Gramm machen? Set Ban, nein, Ban wollen wir nicht. Set Custom Name, das wollen wir auch nicht machen. Set Display Name. Brauchen wir auch nicht. Set Flying, ja, das können wir machen. Dann müssen wir auch ein Lowflight machen. So, Low Flight, wollen wir hier Low Flight. Set Low Flight. So, True. P.set Flying. Und dann auch True. So, damit sollte er Fly bekommen. Wenn er dem Server beitritt. So, jetzt müssen wir das Ganze noch halt einbinden. Das machen wir einfach hier. Plugin Manager PM gleich Bucket Plugin Manager. Plugin. Get Plugin Manager. So. Und dann müssen wir es einmal implementieren. Hier einmal aufpassen. Es gibt auch noch Apache. Ihr nehmt aber Org Bucket Plugin bitte. So. Und dann macht ihr einfach pm.register events. Dann new join listener. Und weil wir ja schon die Main-Klasse definiert haben, müsste es tutorial.m sein. Bei anderen Leuten, die das jetzt in diesem Fall. Was auch viele Leute gerne machen. So, hier müssen zwei Klammern hinter. So, mein Fehler. So, was viele Leute gerne machen, das ist ja, dass sie es in der On-Enable-Datei machen. Die haben auch gar nicht dieses M gleich Dis, was ich immer erklärt habe. Da müsste dann halt das Ganze, was wir hier gemacht haben, so in die in On-Enable rein. Und dann würde man statt Tutorial M Dis schreiben. Das Vorteil an dieser Aufbauweise ist halt, dass natürlich diese Klasse sehr clean bleibt. Das heißt, sie ist übersichtlich, jeder andere Dev findet die Zuweisung, er sieht Plugins Utils Setup, guckt hier rein, sieht okay, das hier wird hierauf weitergeleitet, sieht, dass das hier ordentlich ist. Es ist halt einfach strukturierter und für jeden Dev anschaulicher. Und von daher würde ich euch immer empfehlen, dass ihr das damit macht und nicht mit irgendeiner anderen Aufbauweise. Klar könnt ihr auch eure Struktur ein bisschen ändern, aber ich würde grundsätzlich so einen Aufbau hier wie diesen empfehlen, weil der auch einfach besser angesehen ist. Ja, und damit haben wir unser erstes Event. Das wollen wir jetzt einfach mal exportieren. Das exportieren wir als Tutorial. Direkt auf dem Desktop ist das. Ah, ne, müssen wir einmal browsen. Desktop, Testserver, Plugins, speichern, Finish. So, jetzt haben wir es da drin. Dann gehen wir einfach mal auf unseren Testserver. Das ist hier, den seht ihr gar nicht. Den führe ich mal aus. Jetzt gucken wir, ob ein Fehler kommt. Warten. Sollen wir mal starten? Hallo? Oh, die Server ist so lange zum Starten, oder ist mein Java einfach scheiße? Lol. So. Arbeiten. Machen wir es mal auf 2G, mir braucht das Server nicht. Speichern. Ha, geht doch. War zu viel Arbeitsspeicher. So. Ich schiebe das mal hier oben in die Ecke rein. So, ihr seht, da kommt kein Fehler. Tutorial Enabling Tutorial. Also da ist bis jetzt kein Fehler gekommen. Dann loggen wir uns mal ein. So, mit meinem Account. Ich kann einen Augenblick warten. Und schon geht's los. Wir gehen einfach auf den Multiplayer. Wir gehen auf den Testserver, den machen wir eben hier rein, localhost. Dann, da ist unser Testserver, wir joinen einmal auf den Testserver. Und wir kriegen, Yellowfix 18 hat das Spiel betreten. Ja, genau, das war der Aufbau, wie wir ihn haben wollten. Und ihr seht auch, ich habe jetzt Fly bekommen, aber ich bin ja in Game Mode, deswegen setze ich mich jetzt einmal Game Mode 0. So, jetzt kann ich nicht rumfliegen, jetzt disconnecte ich einmal. Jetzt reconnecte ich. Und ihr seht, ja, ich habe Fly. Aber ich bin Game Mode 0. Also, ja. Von daher, da haben wir jetzt Fly. Ihr seht, mein Minecraft ist manchmal ein bisschen verbuggt. Hoppsala, hopps. Hups, verbuggt das Window. So. So, das heißt, wir setzen jetzt den Fly. Das Ganze, diese Methoden könnt ihr überall benutzen. Die können wir auch theoretisch jetzt in diesem PM-Commit nutzen.
Aber das ist jetzt eigentlich keine Frage. So, und damit hätten wir jetzt in diesem Fall unser Player-Join-Event. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir einfach weitere Events. Und das werden wir nach und nach ein bisschen weiter ausführen, dass wir so ein paar Events zusammenbekommen. Ja, und ich möchte jetzt hoffentlich den Kram jetzt auch hier aktiver weiterführen und ein bisschen besser mit dem Schnitt haben. Und hoffe, dass das demnächst dann auch besser wird. Ja, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim, ja, selbst ausprobieren und vielleicht selbst auch mal ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ja immer wieder einfach mal gucken, P-Punkt, was gibt es da für Methoden, testet sie aus. Ist manchmal ganz interessant, was man da für Sachen mitmachen kann. Vor allen Dingen euch hilft es bestimmt auch. Ja, und das war's jetzt für das erste Event und beim nächsten Mal machen wir ein paar weitere Events. Bis dahin, tschüss.